Freestyle. Leute, was geht? Moin, moin. Technocop. Mit dem Untertitel Busted. Sega Mega Drive Cost. Oh, herrlich hier. Vom Feinsten. Also, sieht etwas einfach geil aus. Unkonventioneller Shit. Wir sind der, ja, wie soll man sagen, Technocop. Leider läuft, was mich ein bisschen ärgert, dass jetzt kein Techno läuft, wenn man im Auto sitzen, der schön auch irgendwie Scooter hören würde oder irgendwas Hartes. Boah, so geil, aber Scooter ist aus den 90ern. Ja, 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 naja, die neuen Techno, Sachen. Ne, die ja, neuen das Techno Sachen. War ja hier noch auf Technologie bezogen, so, weil 1990 Techno-Cop. Ja, natürlich, du? Und die hatten ein Auto mit einem Gewehr. Ja, natürlich, klar, das, ja, ist, das ist im Grunde ein 80er-Jahre-Spiel, was nur 1990 rauskam. Ach ja, die Technology Police, natürlich. Die Technology Police, genau das. Techno-Cop, also man... Man fährt irgendwie durch die Gegend und versucht Leute zu busten, was irgendwie mit diesen tollen roten Bällen nicht so ganz klappt, in meinen Augen. Das sind so Pokebälle wahrscheinlich, man will sie einfangen. Gotta catch him all, busted man. Going into combat. Ja, wenn David Hasselhoff hier gleich auf einem Einhorn durch die Gegend reiten würde, ey, ich wäre so down. Oh ja, auf jeden Fall, man fährt halt erst ein bisschen durch die Gegend, irgendwann, ja, vorprogrammiert quasi. Stopp, Mann. Da steht's auch da. To Scene of Crime, 0,4. Ah, okay, und genau, jetzt man fährt gleich rechts ran, Pullover und dann geht's halt in die Side-Scroll-Action, dass man so von links nach rechts so ein bisschen Suspect extremely dangerous, violent. Ah, das heißt, man verfolgt die ganze Zeit einen und die anderen sind quasi nur Beiwerk, die so, so auf dem Weg erscheinen. Da sehen wir auch schon. Oh, ein Kind, das ist gefährlich, Achtung. Oh, Glück gehabt. Ja, das ist weißt, sicherer, das ist sicherer. Weißt du, an mich der Koten erinnert? Nee. Das erste Kind in House of the Dead. Ja. Oh Scheiß, das kleine Kind mit der blauen Mütze. Help me! Oh ja, stimmt, ey, stimmt. Zieh dir das rein. Alter, wer war das denn? Jason X? Ja, Mann. Oh, Alter, das war doch ein Mann. Aber man sieht auf jeden Fall, ja, schönes Blätter-Action auf dem Boden. Die Tussi, die hat nicht mal ansatzweise irgendwas dagegen. Ah, das ist Deko, das ist Deko. Sie ist ein Punk, sie ist ein Punk. Sie hat nichts. Fuck. Oh yeah. Das ist so geil. Guck mal, der hat, gibt der einem einen Daumen nach oben? Ja, sieht so aus, der lutscht an seinem Daumen. Thumbs up. Ah, nein. This side up ist auch geil. Okay, und natürlich cool. Andersrum. Ey, er ist wie der Honey Badger, Alter. Er steht einfach wieder auf. Der Fahrstuhl ist da, der I Fahrstuhl ist da. Fuck. Kannst du in den Fahrstuhl fahren? Doch, oder? Ja. Jawohl. Oh, das Game turnt direkt in Elevator Action. Ohne Scheiß. Geiles Game. Oh ja, Da ist noch ein Video fällig, ey. Ist auch. Hammergeiles Game. Rein, Elevator Action. Aber witzig, dass sie alle Kisten haben. Sitzt halt ab und die sind alle falsch rum, Alter. Richtige Punks eben. Das unterstreicht nochmal die Punks. Was ist das denn hier? Ratten? Okay. Ah ja, genau, man hat auch so ein give me a thumbs up. You are busted, thumbs up. Promotion denied, current rank, what? Achso, du bist... Ja, ja, ich bin halt der Future Cop und muss irgendwie die Leute hier busten und so. Und Oh. Das ist langweilig, ich will umschalten. Wo hab ich was ich schade finde, ist, dass es irgendwie... Hat es gar keinen Sound einfach, oder? Doch, aber... Aber ich meine jetzt so Mucke-mäßig, weißt du? Das ist irgendwie nicht so. Es wäre halt geil, wenn du noch so ein bisschen... Thumbs up. Techno. I kill you, thumbs up. Silence, I kill you. Ah, herrlich. Ach so, da geht's wieder raus. Knock, jetzt knock. Ist die Tür zu. Who's there? Me again, I kill you. I kill you. Oh, aber ganz jugendfreundlich. Alles zerfetzt, blutig in Einzelteile, aber das Kind liegt einfach nur auf dem Boden und weint. Ja, ich bin auch enttäuscht. Mal. Ja, aber ist ja für die Kinder ganz gut, so können sie das auch spielen und ja. Ja, der Jump ist auch Ultimo, also du hast keinerlei Kontrolle über... Okay, aber man sieht... Erinnert mich an Mortal Kombat. Man sieht aber, er war im Turmverein, TSV Bottrop hat er auf jeden Fall mitgelegt. Stage 2, alright. Geiler Scheiß, also ich finde, es sieht echt ganz witzig aus. Ich finde aber auch, abgesehen von der Brutalität, gibt mir das gerade nicht so viel, aber... Aber ich finde der Style einfach, aber mich am meisten spricht mich auch ehrlich gesagt, ich sagen das Menü am Anfang an, ja, diese 80er Jahre mega. Razer. Busted. Ja, Busted, Techno Cop. Ich habe auch ein bisschen mehr erwartet, muss ich sagen, als ich das gesehen habe und auch der Name ist einfach, ne? Techno Cop, da denkt man direkt so, okay, was geht? Wirft der bunte Pillen ein und. Ja, imaginiere ich das mal raus, es ist Partyzeit. Ja, möglicherweise halluziniert er dann und. Läuft irgendwie hinterher, ja. Das wär mal was für ein Game, ohne Scheiß. Halt hingehen und Drogen spacken und voll drauf Leute basten.
Ja, das so, er stimmt. turnt in seine eigene psychedelische Welt und ja, oder völlig, völlig betrunken wäre auch schon witzig einfach und dann... Fuck. Reaches the rank of Grunt. Okay, yeah, I'm grunty. Okay. Kann ich auch weiterspielen und weiter Leute basteln? Ja, wahrscheinlich hat er jetzt erstmal Ladezeit, ne? Weil du bist befördert worden, jetzt gibt's erstmal kleine Betriebsfeuer. Das ist ein Modul, was hat das hier zu laden? No, die Module way. Spielen verrückt. Mm. Ah, du hast es durchgezockt. Yeah, wir sind am Ende. Nein. Okay, geiles Spiel. Okay, weil es so schön ist, lassen wir noch mal kurz hier Razorsoft laufen, ne? TM. Einfach Trauma. Ehrlich. Also, wie auch immer jetzt das Spiel beendet wurde. Ja, ich bin einfach gescheitert. Ach so, okay, du wurdest auch befördert. Der Boss. Okay, dann wurde dein Rang quasi verschlimmbessert. Das war diese Beförderung, die eigentlich hinaus befördert heißt, nehmen Sie Ihren Hut, verpissen Sie sich, Sie sind entlassen. Bedeutet. Ah, okay. Ja, Versetzung ganz in eine andere Zweigstelle. Sie sich, verpissen Sie sich, hauen Sie rein. Auf die Straße versetzt. Ah, okay. Ich darf hier Strafzettel schreiben, aber weißt du, wenn ich so Strafzettel hier schreiben dürfte, boah, das wäre so geil. Oh ja. Nox die Leute übelst um, nur um denen dann einfach einen Strafzettel über 5 das Dollar oder so zu geben. Das sollte es geben, Ordnungsamtssimulator. Oh. Ich fänd's klasse. Strafzettel schreiben und Leute festhalten, bis die Polizei kommt. Das wäre doch mal was für ein Spiel, oder nicht? Ah, oh, geil, ey. Kann ich denn noch was anderes hier machen? Nein, ne? Das ist ich will wenigstens noch eben schnell hingehen und hier ein, zwei Leute übers Korn schießen. Kimon Korn und dann in die Magengegend. Ich find's doof, ich hätte gern hier so kleinere Sachen wie bei Carmageddon, weißt du? Übrigens kommt ein neuer Carmageddon-Teil. Ja, hab ich auch gesehen, ja. Herrlich. Da freue ich mich auch wirklich drauf. Auf jeden Fall. Rollstuhlfahrer über einen Haufen fahren, es gibt nichts Kontroverseres. Ja, das Spiel ist echt. Nein, das ist hammergeil. Das ist aber relativ krass, finde ich, ne? Was da so geht, aber es ist halt Carmageddon, ne? Da erwartet man das auch. Man erwartet, dass es einfach abseits jeglicher Regeln spielt. Ich kann mich noch an den zweiten Teil, den ersten Teil erinnern, wo dann in der deutschen Version so alles Roboter waren. Ja. So, das war ja damals Half-Life, Turok, Carmageddon. Ein paar gute Beispiele, ja, wie man es nicht macht. Obwohl Half-Life, ja, dann habe ich wahrscheinlich nie die deutsche Version gezockt, aber Half-Life war ja damals schon relativ. Ja, war ganz gut. Also für die Zeit war das schon ganz witzig. Auf jeden Fall. Ich krieg nicht davon genug, wie die Leute hier. Guck mal, dass sie einfach so direkt dahinter. Hey, guck auf meine Hüften. You're going down. Thumbs up. Ja, der Typ grinst doch auch, oder? Ich will nur, dass er die Kamera rausholt und ein Selfie macht. Ja. Ehrlich. Kennst du den Fatality bei Mortal Kombat? Ja, mit dem Selfie. Ja, Mann, richtig geil. Das ist Hammer, feier ich auch wirklich, ey. Das ist echt geil. Mal an diese Zeit angepasst. Ja. Das Social Media Shit. Was auch immer der für einen Partyhut aufhat. Also, Hammer, ne? Oh, ich mag seinen Iro. Ja, ich finde es immer noch geil, dass die Punks die Kisten einfach revolutionär andersrum hinstellen. Ja, sitzt halt ab. Nein, wir drehen alles auf den Kopf. Hihi, ich habe das Paket falsch rum hingestellt. Ich bin so ein Rebell. Also, das finde ich echt witzig. Definitiv. Oh, und er schläft da in der Ecke. Hat die Bierflasche neben. Okay, Honey Badger Mode. Oh yeah. Thumbs up. Ja, Leute, komm, das war ein kurzer Sneak Peek hier in Technocop. Ich belasse es jetzt, glaube ich, einfach mal dabei. Ja, das stimmt. Ich kriege davon nicht genug, ey, ist das ehrlich. Aber was ich sagen muss, also ich glaube, Technocop muss die Leute von Fordert auf jeden Fall zum Pitbull inspiriert haben, weil dieses Gerät, was man da am Arm trägt, oder? Auf jeden. Gunnet ist ja Fallout? Ist ja Vorläufer von Pip-Boy. Also Leute, ne, macht euch schon mal auf eine Klage gefasst. Wir haben jetzt in den USA, wir würden versuchen, Geld zu scheffeln, aber... Du, ich habe auch gerade schon wieder 0 Points gekriegt, wieder fehlgeschlagen, weil ich zu viel Spaß dran habe, hier Snuff-Filmchen zu drehen. Ja. Dieses Thumbnail. Ja, und das ist echt bescheuert geil. Ey, was? Ein Thumbnail davon, ohne Scheiß. In welchem Spiel kann man bitte jemanden erschießen und sich da hinknien und ihm einen Daumen hoch geben? Also, bescheuerter kann man das nicht machen. Aber okay, damit kann man eigentlich auch ein ganz gutes Ende finden. Auf jeden, Leute, Thumbs up. Bitte, gib jedem Toten hier ein Thumb up. Daumen hoch, das sollten wir nicht ans Ende jedes Videos einfach nochmal schneiden. Und liken. Technocop, gibt uns den Daumen. Like und subscribe. Wir brauchen ihn, verzweifelt. Also, Leute, haut rein. Ciao. Technocop. Basta.